So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video spielen wir das neue Update im Pet Simulator X. Okay, Free Gifts, Mastery, 15 Mastery Skins, Skills, Bank History, Steampunk Coverboard, okay. 2 New Ranks, ich sehe keine neuen, okay. Collection Tier 6, I don't know, was das heißt, New Exclusive Eggs. New Plushies, ja, das wissen ja einige. Cat Hoverboard, okay, interessant. More Fan Arts, More Diamonds, 4 Robux. Mehr Soundeffekte, okay, Freunde. Dann gucke ich mal kurz. Oh, Sekunde, habe ich aus. Ja, passt, alles gut, Freunde. So, Mastery. Das kann ich nur so angucken, genau. Okay, interessant. Chance für Rainbow Pets, goldene Pets. Bei anderen Sachen sieht man natürlich auch Triple Damage Boost. Oh, okay. Dass sie länger halten, das ist krass. Keine Ahnung, was das heißt. Unlock Minigifts. Okay. Interessant. Also mehr Chance zu Loot Packs. Also schneller kaputt machen. Mehr Loot Packs und so weiter. Wahrscheinlich bei den anderen hier genauso, genau. Auch mit mehr Lootpacks und sowas. Oh, mehr Diamanten. Oder was? Genau. Okay. Da kriegt man das Hoverboard dann frei. Was das heißt, weiß man auch nicht. Es kostet weniger. Okay, ja. Interessant. Es geht schneller mit der Dark Matter Maschine. Ich hab's euch gesagt, Freunde. So, okay. Hier oben sind die Geschenke. Steht auch irgendwie, was man bekommt? Nee. Da steht's auch mit dem Huge Pad. Habe ich ja auch im Video gestern auch angesprochen. Gibt's hier neue Pads oder so? Sieht nicht so aus. Okay. Dann legen wir mal los hier, ne? Ah, doch, jetzt. Ah, jetzt stehen die neuen Ranks da. Okay. Sehr interessant. Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? 325 Tore. Ja, okay. Ich blicke hier jetzt noch nicht ganz durch, ne, Freunde. Ist ja, wie gesagt, gerade neu rausgekommen. Deswegen habe ich auch direkt die Aufnahme gestartet, direkt, wo es rausgekommen ist. Weil letztes Mal ist das Game abgeschmiert. Also komplett die Roblox-Server, deswegen, ne. Fangen wir hier direkt an. Bauen hier ein bisschen ab, dies, das, Ananas. In der Regel könnten wir auch direkt Pet-Opening machen. Also Egg-Opening. Damit wir natürlich, bisher, damit wir die Level da machen. Aber erstmal würde ich sagen, erstmal ein paar Level hier machen. Also geht das davon, wie viel man davon zerstört, dass es mehr zählt oder was? Oder wie ist das? Oh, jetzt wollen die Leute mir alles hier klauen. Ich hoffe auch, dass nicht das Spiel so schnell wieder offline genommen wird. Ich hoffe, das bleibt jetzt auf jeden Fall online. Das sind mehrere von tausenden Spielern online, also über 600.000 Spieler sind gerade online, wahrscheinlich jetzt auch schon noch mehr. Das ist übertrieben. Auf jeden Fall, ich merke schon, man kriegt schon mehr Loot Packs, also kommt es mir zumindest vor. Es macht jetzt aber auch mehr Spaß, das Spiel, sage ich ehrlich, wenn man jetzt auch noch mal ein paar andere Level machen kann. Schon sehr geil. Man sieht ja auch, Rainbow Coins habe ich auch ein paar gefarmt, ne? So, machen wir bis zum ersten Geschenk hier erstmal das, ne? Ich glaube, alle 5 Minuten, genau, da kriegen wir die ersten paar Geschenke da, die so Standard aussehen. Da soll anscheinend Gems drin sein, Boosts und sowas. Und halt irgendwie irgendwelche exklusiven Sachen anscheinend. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Ich werde natürlich jetzt nicht bis die ganzen Boosts hier machen. Ich denke mal, wir gucken mal, wie weit wir machen. Wir gucken auch mal, wie lange die Server online bleiben. Wir wissen es ja nicht, ne? Ich bin ja jetzt gerade selber auch frisch in dem Update. Sieht man ja natürlich auch. Sonst hätte ich ja auch schon längst alles Max-Level. Aber wir gehen natürlich zusammen hier rein. Oh, glaubt mir nicht hier alles, Kollege Schnüschel. Schön die Flap bauen. Niemand ist da vorne in der großen Kiste. Fühle ich irgendwie. Oh, erst Geschenk. Geht das automatisch weiter? Ja, geht's. Okay, interessant. Oh,
Ein paar Coins, okay, interessant. Stimmt, Coins kriegt man auch. Ah, stimmt. Lootpacks müssen wir grinden. Freunde, da hatte ich ja letztens ein schönes Video zugemacht, ne? Mit Lootpacks, beziehungsweise Boosts, wie man die am besten farmt. Ne, Freunde? Könnten wir eigentlich mal auf Lootpacks gehen, oder? Würde ich mal sagen. So, erstmal gucken wir mal hier bei den Hoverboards, wie es da aussieht. Ja, das weiß ich. Ich würde gerne auch wissen, wie man es bekommt. Naja. Wo ist das Steampunk-Teil? Das hier soll wahrscheinlich Steampunk sein. Das ist mit der Katze. Wie man da hinkommt, ich weiß es nicht. Wir gucken uns mal um. Vielleicht gibt es das hier irgendwo. Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Interessant. Ja, okay, okay, okay. Dann gehen wir mal weiter. Also hier hinten, okay, das ist verbuggt. Man sieht schon wieder direkt, dass das Game ein bisschen überfordert hier ist. So, 250.000 können wir uns leisten, würde ich sagen. Weil hier gab es eine fliegende Katze. Muss man da irgendwie dran kommen, um das zu bekommen, oder wie ist das, Freunde? Also wenn ihr es, wie gesagt, wisst, weil das Video kommt wahrscheinlich erst spät online, ne? Also dann, wenn das Update schon etwas länger draußen ist, das dauert der etwas immer, ne? Bisher. Wenn ihr wisst, wie man es bekommt, schreibt es gerne rein. Ne, komme ich nicht dran. Okay, interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, die versuchen es auch. Gut, gut, gut. Sehr gut zu wissen. Ah, wir teleportieren uns lieber, geht schneller. So, zack, Slow Lotion. So, ganz schnell mal ein paar Pets holen. Weil wir kaufen einmal 3 Stück. Mal gucken, ob wir... Kriegen wir XP dafür? Wo sind die da? Mastery. Ja, wir kriegen XP. Dann machen wir mal... Hiervon. Okay. Wir löschen mal Basic auch automatisch. Wobei, ich weiß nicht, ob das dann trotzdem zählt. Wir lassen es mal. Können ja löschen. Mal ein bisschen hier durchlaufen. Oh, okay. Das ging jetzt eigentlich recht schnell mit dem Golden Mastery Egg. Also halt das Level da, ne? Man kriegt ja auch angeblich mehr Glück, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Ist auch gut, dass wir jetzt goldene Eier hatchen. Weil da gab es ja auch irgendwas mit Fusen und keine Ahnung. Vielleicht, wobei, ich gucke jetzt nochmal. Sicher, sicher. Ja, doch hier. Man sieht aber nicht, was es bringt, oder? Nee, sieht man nicht. Converting Mastery. Ich weiß wirklich nicht, wie man das bekommt. Aber werden wir alles bemerken irgendwann. Level 15 kriegen wir mehr Glück. Das werden wir dann sehen. Merken uns das mal. 49. Ah, wir merken uns einfach die 2%. Oder 0,15. Da muss ich ja dann irgendwas gleich ändern. Hab jetzt wieder nicht das Level gemerkt, aber egal, Freunde. Das Video würde jetzt natürlich ein bisschen lange gehen, würde ich mal denken. Jetzt nicht eine Stunde lang, aber ich schätze schon eine halbe Stunde, wenn die Server etwas lange online bleiben. Aber die Level gehen schon fix, muss ich sagen. Gehen wirklich sehr schnell. Wir öffnen natürlich jetzt auch so schnell, wie es geht hier. Wenn man natürlich auch sieht, wie es da angezeigt wird, wenn man was Neues freischaltet. Können wir noch mal kurz gucken hier. Level 7, wann war das jetzt das erste? Level 15, mehr Glück, okay. Nochmal hier anmachen. Eigentlich kann man doch dabei laufen, oder? Nee, das haben sie gefixt. Früher ging das. Ah, nee, nee, doch, 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 das geht. Hab ne Idee. Wenn wir auf Teleport gehen. Ja, Freunde. Na, ja, okay, jetzt habe ich die Kamera rangezoomt. So, ganz schnell nach oben. Genau, jetzt warten wir nochmal. Dann gehen wir hier hin. Und dann müsste er weiter öffnen, oder? Ja, die haben es nicht gepatcht. Gut, gut, gut. So, und dann können wir nämlich
erstmal das nächste Geschenk öffnen. Deswegen würde ich eigentlich gerne hier stoppen, aber egal, das passt schon. Man wird es, denke ich mal, trotzdem sehen. Da ist das Geschenk gedroppt. Wir haben sehr, sehr viele Coins bekommen, die uns nichts bringen. Perfekt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke mal, die ersten Geschenke bringen uns sowieso fast gar nichts. Ah, ich kann es nicht so schnell hier. Mine müssen wir also meinen. So. Und dann gehen wir hier hin und machen ein paar Rainwurzeln. Ja, ist okay. Dass ich voll bin. So. Mal gucken, ob man da ein Level bekommt, wenn man sowas macht. Aha. So schaltet ihr das frei, Freunde. Gut zu wissen, oder? Hey, instant ein nächstes Level? Kriegt man pro Pet, was man da rauskriegt, ein Level oder was? Nee, okay. Das braucht man wahrscheinlich zweimal oder so. Ungefähr. Vorteil ist, wir können mit den Rainbow Pets gleich Dark Matter machen. Und dann haben wir davon auch wieder einige, ne? Und so geht's immer weiter, Freunde. So macht man echt sehr, sehr gut hier die Level. Das lohnt sich schon so, solche Sachen zu machen. Also das ist wirklich ein richtig gutes Free-to-Play-Teil hier, ne? Schon, ich meine. Free-to-Play-Update. Ist wirklich sehr gut. So. Aber gut zu wissen, dass man das Hoverboard so bekommt, kostenlos. Dann kriegt man kostenlos mal ein Hoverboard. Habe ich nämlich schon lange gebraucht, sage ich euch ehrlich. Ein Hoverboard nehme ich natürlich gerne mit. Selbst für Leute, die schon was hier eingepayt haben. Die vielleicht alles gepayt haben, aber kein Hoverboard geholt haben. Selbst für die ist das hier wertvoll, ne? Wirklich sehr interessant hier. Ich habe halt echt sehr, sehr viel gehatcht anscheinend. Aber ist auch gut, wie gesagt, ne? Da machen wir hier schon einige Level. Können wir gleich ganz viele Dark Matter machen. Wahrscheinlich wird man das dann nicht mehr im Video sehen, weil Dark Matter normalerweise eine halbe Stunde immer dauert. Stimmt, haben die Preise günstiger gemacht? Doch, doch, doch. Die sind doch günstiger, oder? Oder bin ich lost? Wahrscheinlich bin ich lost. Ich bin wahrscheinlich sehr lost hier. Aber was das mit dem Fusen bringt, die Level, I don't know, steht da ja auch nicht. Wird man wahrscheinlich Secret irgendwann bemerken. So, wir können ja mal kurz Fusen auch machen. So, Success, das ist eigentlich auch normal. So, Beach war das, glaube ich. Genau. Bin ich gespannt. So. Ja, wir fusen keine Rainbow-Dinger. Wir fusen die normalen hier. Ja, die goldenen nicht. Davon können wir ein paar fusen. Level 2. Sehr interessant. LOL. Okay, da haben die irgendwas dran geändert. Finde ich cool. Warum habe ich das 47? Okay, das ist verbuggt, keine Ahnung, was das Das wird auf jeden Fall interessant sein. Oh, Presence Aura, okay. Ich dachte, die Presence gibt's gar nicht. Das steht wirklich nicht, was es bringt. Naja, egal, Freunde. Hier wissen wir Steampunk. Hoverboard kriegen wir da. Darauf werde ich auf jeden Fall noch sehr viel grinden. Wenn das Video hier fertig ist, ne? Das ist euch, denke ich mal, bewusst. Wo wollte ich jetzt hin? Ach, genau. Weil wenn man Geschenke grinden muss, ich denke mal, das ist egal, was für ein Geschenk, genau. So sieht's auch aus. Geht man nach Haunted Island. Oder wo war das nochmal? Irgendwo waren ganz viele dieser Geschenke. Ah, das war Samurai, glaube ich. Oder Hell? Ich kauf mal alles hier frei. Ich glaube Hell. War das Hell Island? Ja, hier war das. Wo es ganz viele von diesen Geschenken gibt. Hier kann man die, glaube ich, am besten machen, die Sachen. Oh, Sekunde mal, neues Geschenk, Freunde.
Wieder Coins wahrscheinlich. Okay, Diamanten. Ja, und Coins. Dachte ich mir schon. Aber das war viel. Das war wirklich viel. Hat sich gelohnt, denke ich mal, ne? So. Hier sieht man, hier gibt es echt viele Geschenke. Deswegen sage ich euch, farmt hier die Geschenke. Und Kisten hier ist echt am schnellsten. Kreizt nicht die Kisten hier, die müsst ihr nicht hier grinden. Aber ja, auch nicht schlecht. Nehmt auf jeden Fall eure besten Pets, die ihr habt. Ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich glaube, es gibt hier auch irgendwo bei der Fantasy World ganz viele dieser Diamantenteile da zum Einsammeln. Müsste ich, glaube ich, mal suchen. Können wir gleich mal suchen. Gerne mal irgendwie einmal Level 15 irgendwas haben. Noch habe ich ehrlich gesagt gar nichts auf Level 15 bekommen, ne? Von diesen Mastery-Dingern hier. Aber da lag ich doch falsch, ne? Mit den Leveln für die Pets. Da war das doch nur so... Ja, ich denke es mal... Ich nenne es mal Meilensteine für das ganze Loot-System hier. Ah, finde ich ja trotzdem nicht schlecht, ne? So. Schön hier alles mitnehmen, ne, Freunde. Ich würde sagen, wenn wir einmal hier irgendwas Level 15 haben, dann bin ich damit ja auch schon mal zufrieden, ne? Dann gehen wir weiter und gucken nächste Sachen. Auf jeden Fall in der Pet Collection. Jetzt weiß ich, was die meinen mit Tier 6. Ihr könnt jetzt 6 plus Pet Equips holen. Also am Anfang hat man, glaube ich, 4, ne? Und dann kann man halt jetzt insgesamt 10 Pet Equips haben. Kostenlos. Und das ist auch nicht schlecht, ne? Ist auf jeden Fall sehr gut. So, nochmal ein bisschen hier rein. Level 9 haben wir das jetzt. Pretty Presents. Aber dass hier niemand ist, ne? Für die ganzen Mystery-Level. Wahrscheinlich wollen die hier die ganze Zeit Eggs machen oder sowas. Ich glaube, wir können aber die billigsten Eggs holen und es zählt trotzdem. Wobei, vielleicht bringt es nicht so viel Level. Wer weiß. Auf jeden Fall denke ich mal, es dauert schon so ein paar Stunden, was zu bekommen. Also halt Max-Level, ne? Ich würde echt gerne wissen, wie das dann da steht. Da kann ja nicht irgendwie nur stehen. Oh, wow, Level 1 so, oder irgendwie sowas. Oder Level 15. So wie es hier schon vorher immer steht. Oder Level 9 und sowas. Ne? Da muss ja dann schon irgendwas Krasseres stehen. Da muss ja irgendwie dann sowas wie Claimed oder irgendwie sowas muss ja da stehen. Das kann ja nicht Standard bleiben, ne? So, nehmen wir alles mit. Und dann müssen wir es gleich haben. Chest haben wir auch schon Level 9, lol. Also anscheinend so alles, was größer ist als so Coins, gibt es hier wohl. Ja gut, klar, keine Saves, aber schon manchmal eine Presents haben wir jetzt Level 11, okay. Ich würde jetzt echt gerne Level 15 haben. Wie man es dann hier nochmal im Video sieht. Ey, okay. Nein, 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 sag jetzt nicht. Okay, ich dachte schon, die haben jetzt die Server offline genommen. Das wär's jetzt, Freunde, ne? Aber selbst wenn, dann ist es halt nicht so schlimm, weil ich habe jetzt eine Aufnahme, ne, Freunde? Und dann passt das. Wie gesagt, morgen wird es wahrscheinlich ganz normal Clash Royale gehen. Und dann gucken wir mal, ob es eventuell doch mal dazwischen nochmal ein Pet Simulator X-Video in gibt, ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir auch das nächste Present.
Was wahrscheinlich jetzt immer alle 5 Minuten kommt. Genau, jetzt haben wir es. So, was gibst du uns? Einmal wieder Gems ein paar, okay. Oder Coins. Noch nichts Besonderes. Ich dachte, man kriegt da irgendwie Pets oder so. Hawaii, hier gibt es auch schon viele Gems. Pals. Oder wie die auch immer hier jetzt heißen. Geh mal jetzt nur auf Geschenke. Hawaii, dann spawnen die ja gar nicht, ne? Ah, obwohl. Ich könnte ihn natürlich auch nicht auf Pets and im All machen, aber das passt schon so, Freunde. Man sieht ja, es geht recht schnell. Ja, Level 13. Dauert nicht mehr lange, Freunde. Nichts Geschenk. Hi, Sohn, für einige. Ja, guck, aber jetzt das Problem. Jetzt nie mehr andere Sachen als Geschenke. Man muss schon alles abbauen. Oh, hier ist einer, der ist auch checkt. Okay, schade. Der wahrscheinlich weiß, dass hier mehr so Sachen gibt. Aber egal, Freunde. Ah ne, alle 10 Minuten kommt dieses komische Geschenk. Okay. Wie weit haben wir das denn jetzt? Ich glaube gleich Level 14, ne? Level 14, okay. Ein Level noch, dann haben wir es. Dann werden wir sehen, ob da irgendwie was anderes angezeigt wird oder das Ganze nur Standard bleibt, ne? So, schön mitnehmen hier. Sieht auf jeden Fall gut aus. Boah, da steht immer so Bonus, ne? Also so, als gäbe es mehr Gems-Bonus dazu. Oh, hier gibt es wieder ganz viele Geschenke. Boah, ich dachte gerade schon. Und hier gibt es echt kaum Geschenke noch. Ja, okay, das steht ganz normal. Ah, nee, aha. Das wollte ich sehen, genau sowas. New Perk Unlock, okay. Interessant, dann ist das so, okay. Dann kriege ich jetzt mehr Belohnung. Okay, sieht man, Game jetzt keine Änderung. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Irgendwas anderes wollte ich jetzt machen. Was hat denn das hier auf sich? Wie kriegt man davon XP? Ist jetzt vielleicht dumm, was ich mache? Aber ich teste mal aus. Eventuell so. Oh! Interessant, aber das wird lange dauern. Darauf würde ich an eurer Stelle jetzt nicht grinden und die ganze Zeit irgendwelche Boosts verschwenden. Aber naja. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir vielleicht noch nicht gelevelt haben? Was interessant sein kann. Enchantments können wir uns denken, einfach enchanten, irgendwelche Pets. Können wir auch mal kurz machen. Haben wir irgendein Pet? Ja, haben wir. Haben wir. So, genau, dann gehen wir hin. Sind wir schon perfekt hier? Hier macht irgendwie niemand was. Sehr interessant. Machen wir mal unsere Blibos hier.
Einfach die ganze Zeit Spam hier. Ja, okay, ja. So funktioniert das auch. Nur mit dir Bescheid wisst, wie man die ganzen Level bekommt, mache ich das natürlich. Kann ja nochmal hier drücken. So, das passt. Müsste jetzt Level 3 wahrscheinlich sein. Genau, dachte ich mir auch schon. Gut. So, was fehlt denn uns noch? Dark Matter, habe ich ja schon gesagt. Einfach Dark Matter Maschine und fertig. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man das bekommt. Wahrscheinlich einfach hier. Dass man dann. Ja, das hier wahrscheinlich. Ja, alle 10 Minuten das, dann alle 20 Minuten wahrscheinlich das, genau. Sehr interessant auf jeden Fall. Das hier bin ich gespannt, weil da ist ja, wie gesagt, das hängt. By the way, habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht richtig gezeigt. Hier. Das sind die neuen Pads, die es hier gibt. Limited Time kann ich jetzt nichts andrücken, weil alles verbuggt ist. Irgendwas fehlt hier, glaube ich. Vielleicht bin ich auch Lust. Irgendwas fehlt da, glaube ich. Aber naja, Freunde, eigentlich war es das jetzt schon. Wir warten jetzt natürlich noch aufs letzte Geschenk, aber eigentlich war es das. Eigentlich haben wir jetzt alles gesehen. Wobei, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ah, lol, solange ein Boost läuft. Ah, dann kriegen wir... Ah, okay, verstehe. Die Boosts müssen laufen. Vielleicht kann ich das hier mal zeigen. Gott, die Bank ist komplett verbuggt. Ich komme hier jetzt gar nicht mehr raus, oder was? Doch. Ich würde es gerne einmal zeigen. Genau. Gibt's History. Kann ich sehen, zwei Stunden. Oh, da sehen wir, was ich gemacht habe. Ja, das ist ja mein Account. Keine Ahnung, warum der so heißt. Aber da sieht man jetzt hier mit den Gems, wo ich ein paar Gems hier mal gegönnt habe. Was das hier war, das waren wahrscheinlich irgendwelche Bugs. Aber interessant. Ja. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Können wir hier nochmal ein bisschen. Wobei, brauchen wir gar nicht. Wir machen lieber den Move. Öffnen lieber die billigeren. Und wir deleten die natürlich nicht, weil man die dann natürlich hoch machen kann, ne? Habe ich ja schon, denke ich mal, ein paar Mal gesagt. Hä, es geht ja viel schneller hier, die Level. Ja, wahrscheinlich, weil ich Triple X hab, ne? Und skippen und sowas. Aber die Level gehen in der Regel schon schnell, ja. Aber das mit dem Bus ist auch interessant. Ist wirklich sehr interessant. Ja, mal gucken. Vielleicht hätten wir ja nochmal was Krasses hier. Aber so ein kostenloses Hoverboard ist wirklich nice, sag ich euch ehrlich. Nimm ich natürlich mit. Kostenlose Sachen nimmt man sowieso immer mit, ne? Aber naja. Oh, epic. Nimm ich mit. Hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht meiner Pet Collection. Also wenn wir Level 15 das haben, dann würde man ja mehr Luck haben, angeblich. Also better Luck. Bin ich ja gespannt. Wird man wahrscheinlich mehr im Video sehen, weil die Level doch schon etwas lange brauchen. Wir haben jetzt erst Level 12. Wir sind wahrscheinlich gleich schon im Inventar wieder voll. Aber egal, Freunde, ne? Nochmal Midnight, okay. Aber ich denke mal, das ist egal, was für ein Ei man hier öffnet, oder? Also ob man jetzt das hier öffnet oder das teuerste. Das bringt, glaube ich, genauso viel Level. Würde ich mal grob behaupten. Weil das wäre ja sonst asozial, oder? Ja, das wäre echt unfair. Gegenüber anderen Spielern, die noch am Anfang sind. Ja, unser Inventar ist voll. Das dachte ich mir auch, dass es bald wieder passieren wird. Das Geschenk haben wir ja gleich auch. Und wenn wir das Geschenk haben, da war es auch schon für heute, ne? Aber anscheinend bleiben die Server online. Das freut mich. Bleiben stabil, okay. So, nee, nicht zum Shop. Zum Main, so. Mir nochmal hier ein paar Sachen mitnehmen. So. So, die hier nochmal ein bisschen Rainbow machen. Ist ja gut für die Collection, ne? Da sehen wir auch schon wieder direkt Next Level. Ist auf jeden Fall gut, würde ich sagen.
Könnte ich ja dann auch später alle hier Dark Matter machen. Dann habe ich sie erstens auch für die Pet Collection und so weiter. Also ich empfehle euch auf jeden Fall die Pet Collection auch weiterhin zu machen. Aber naja, das hier mache ich später dann privat weiter. Wir gönnen uns jetzt nochmal das Geschenk. Gucken, was bekommen wir. Gems wieder ein paar. Und ein bisschen Geld, was wir sowieso max haben. Okay. Dann würde ich sagen, wie gesagt, was ist mit dem Video, Freunde? Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne auf jeden Fall ein Like da. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video verpassen werdet. Aktiviert gerne die Glocke. Da seid ihr direkt die Ersten. Oder beziehungsweise einer der Ersten. Und wie gesagt, schreibt gerne auch Kommentare rein, wie euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.